So I created this YouTube video for you to learn 10 German slang words that you don't learn in a dictionary or an ordinary German course. If you like my channel and if you like videos like this, then click on subscribe, follow my channel, leave a comment if you have some questions throughout the video. German slang word Nummer 1 ist doll. Doll bedeutet sowas wie unglaublich. Also das ist eine dolle Sache. This is an unbelievable thing. Du könntest auch sagen, das ist ein dolles Ding. Es kann positiv oder negativ verwendet werden. Also man könnte auch sagen, das ist ein doller Lärm. Das ist ein doller Lärm. In Norddeutschland, da wo ich herkomme, verwenden wir doll aber auch als stark oder sehr. Zum Beispiel, ich trete ganz doll gegen den Ball. I kick very strongly, very stark gegen den Ball. Doll ist eines dieser Wörter, das ich persönlich relativ häufig verwende, aber das ist gar nicht so einfach zu erklären, wie und wann man das verwendet. Ich glaube, unglaublich, unbelievable, das ist wahrscheinlich eine gute Übersetzung und dann eben stark oder sehr. Das nächste Wort ist Kohle. Und nein, ich meine nicht den fossilen Brennstoff, sondern das Geld. Kohle kann man alternativ für Geld verwenden. Zum Beispiel, ich habe keine Kohle. I don't have money. Ich habe kein Geld. Es gibt noch unglaublich viele andere alternativen Slangwörter für Geld. Zum Beispiel Knete, Kröten, Moneten, Moos. Und wahrscheinlich irgendwie noch viele andere, die mir gerade nicht einfallen. Also Kohle bedeutet Geld. Das nächste Wort ist krass. Krass bedeutet sowas wie extrem oder besonders gut. Ich glaube auch besonders schlecht. Also das ist eine krasse Situation oder die Situation ist krass. This situation is extreme. Die Situation ist extrem. Du könntest aber auch sagen, meine Reise war voll krass. My journey, my travel, my holiday was krass, was extreme, also besonders gut. Oder es ist irgendwie krass heiß heute draußen. It's extremely warm outside today. Also krass kann man irgendwie relativ häufig verwenden. Ich glaube, krass verwende ich wahrscheinlich mehrmals am Tag. Ja, krass ist ein sehr häufiges deutsches Slangwort. Dann haben wir locker, also sowas wie loose. Also zum Beispiel, keine Ahnung, mein Zahn ist locker. Aber im Slangdeutschen verwenden wir locker als entspannt. Bleib mal ganz locker. Bleib locker. Bleib entspannt. Also das ist dann eine andere Verwendung. Ja, locker, loose bedeutet dann eben bleib entspannt. Man kann aber auch das noch in Redewendungen verwenden. Zum Beispiel, sie hat ein lockeres Mundwerk. Sie hat ein lockeres Mundwerk, also sie spricht ohne Hemmungen. She speaks without inhibitions. Also locker, da fallen mir wahrscheinlich noch viele andere Beispiele ein, aber die häufigste Variante, würde ich sagen, ist entspannt. Bleib locker. Das nächste Wort ist sau. Saukalt, sauheiß oder sauschlecht. Also wenn du sau einfach an viele andere Wörter hängst, dann verstärkt das emotional diese Bedeutung. Also saukalt, extrem kalt. Krass kalt, saukalt. Die sind vielleicht so ein bisschen ähnlich. Das muss aber nicht nur negativ sein. Sau kann auch positiv sein. Zum Beispiel sau gut. Also das Wetter ist heute sau gut draußen. Oder der Witz war sau komisch. The joke was really funny, like very funny. Emotionally exaggerated funny. Und natürlich könntest du auch sagen sau krass. Also hänge einfach sau an das Wort vorne dran und das verstärkt dann eben die Bedeutung. Dann haben wir der Hammer oder einfach nur Hammer. Normalerweise ist das ja ein Tool, ein Werkzeug, aber umgangssprachlich verwenden wir das, wenn etwas besonders gut oder schlecht ist.
Zum Beispiel, wenn du ein tolles Geschenk bekommen hast, dann könntest du sagen, das ist ja der Hammer. Was für ein tolles Geschenk. Was für ein krasses Geschenk. Also, das ist ja der Hammer. Also, Hammer bedeutet wahrscheinlich auch sowas wie unglaublich. Manchmal sagen wir einfach auch nur Hammer. Wow, Hammer. Wow, unbelievable. Dann haben wir Bock. Also Bock verwenden wir besonders mit haben, Bock haben, auf etwas besondere Lust haben. Ich habe Bock, ein kühles Getränk zu trinken. Oder hast du Bock, ins Kino zu gehen? Mist. Mist ist ja eigentlich die Mischung aus Stroh und Dung, also von Tieren. Und der Mist, dieses Wort verwenden wir, wenn irgendeine, ich sag mal, schlechte Situation passiert oder wir uns irgendwie, wenn irgendetwas Unangenehmes passiert. Also Mist, das hat nicht funktioniert. Damn it, that didn't work. Also vielleicht nicht nur unangenehm, sondern einfach nur negativ. Man könnte auch sagen, scheiße. Mist, das hat nicht funktioniert. Scheiße, das hat nicht funktioniert. Dann habe ich für euch noch scheißegal. Also wenn irgendetwas gleichgültig ist. When it doesn't matter, when it is egal. Also zum Beispiel, mir ist scheißegal, ob du das Video gut findest oder nicht. Sorry, das nehme ich wieder zurück. Ich möchte natürlich, dass du dieses Video gut findest. Lasse hoffentlich ein gutes Kommentar da und ein Like dazu. Okay, jokes aside, scheißegal ist ein unglaublich gutes Wort, um, ich sage mal, dieses Konzept mit einem Wort auszudrücken. Es ist scheißegal, it doesn't matter. Und zu guter Letzt habe ich für dich noch, was geht? Was geht? What's up? Wie geht es dir? Oder was läuft? Oder irgendwie so. What's up? Das ist wahrscheinlich die beste Übersetzung. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn das der Fall ist, dann hinterlasse einen Kommentar, wenn dir noch weitere Slangwörter einfallen. Oder einfach subscribe, folge meinem Kanal für mehr solcher Videos. Tschüss!